Heute erkläre ich dir, wie du deinen Deeper richtig auflädst, was du dafür benötigst und was es dabei zu berücksichtigen gibt. Ja Leute, das hier ist mein Deeper und falls du noch nicht weißt, was ein Deeper ist ein sogenanntes Smart Sonar, also ein Smart Echolot könnte man auch sagen, bedeutet konkret, du knotest den an eine stabile Spinnroute, wirfst den aus und connectest das Ganze dann mit deinem Smartphone oder Tablet über eine stehende Wi-Fi-Verbindung und kannst dann unter Wasser schauen, was da los ist, auch als Uferangler. Du kannst Fische detektieren, kannst schauen, ist Bewuchs da, sind da Plateaus, Rinnen und so weiter und so fort. Also all das, was ein richtig teures Echolot kann, das kann auch der Deeper vom Ufer aus. So, und wir werden immer eines gefragt von ganz vielen Leuten, die den Deeper nutzen, nämlich, wie lade ich den eigentlich auf? Ich mache das mal ganz auf, das kleine Kügelchen hier. Und du siehst, hier ist jetzt innen drin ein ganz normaler Micro-USB-Anschluss. Hat man eigentlich zu Hause heutzutage ein Micro-USB-Ladegerät. Jeder, der ein Android-Smartphone oder Tablet hat, besitzt das. Und viele andere Geräte haben das auch. Außer Apple, die haben wieder ihren eigenen, aber dafür ist es halt Apple, ne? Also das hat man zu Hause in der Regel, Micro-USB-Anschluss. Einfach reinpinökeln und dann gibt es hier eine kleine LED. Also auf jeden Fall blinkt es dann und wenn es fertig geladen ist, dann hört es auch zu blinken. Und dann macht ihr das Ding wieder zu. Und schraubt die Kappe ordentlich drauf und fertig ist die Laube. Es gibt jetzt eine Sache, die sehr wichtig ist, die viele vergessen. Bitte beachtet, ihr solltet euren Deeper, wenn ihr den nicht nutzt, alle 6 Monate einmal durchladen. Ja? Also anschließen an das USB-Kabel, bis es aufhört zu blinken und der Akku wirklich voll ist. Ja? Alle 6 Monate müsst ihr das bitte mindestens einmal machen. Nur dann habt ihr auch die maximale Lebensdauer des hier integrierten Lithium-Ionen-Akkus, der eine sehr, sehr lange Betriebsdauer ermöglicht. Also über einen ganzen Tag kommt ihr damit ganz locker hin. Zumal man ja jetzt nicht irgendwie 12 Stunden am Stück am Wasser ist und da guckt, was ist da los, sondern wenn ihr irgendwo an den Spot kommt, dann schmeißt ihr das Ding einmal rein, das Ganze vielleicht so fächerförmig vor dem Hotspot, um wirklich eine Idee zu bekommen, wie sieht es dort unter Wasser aus und dann wird ja auch erstmal geangelt. Ja? Also es reicht locker einen ganzen Tag und manchmal auch ein ganzes Wochenende und auch ich, obwohl ich eigentlich Bootsangler bin, habe so ein Ding selber, nutze es viel, weil ich auch gerne mal am Ufer unterwegs bin. Also merkt euch bitte, ihr braucht nichts weiter als ein ganz normales USB-Kabel, Micro-USB-Anschluss. Das Ganze ladet ihr so lange, bis es aufhört zu blinken. Und das macht ihr bitte mindestens alle 6 Monate. Wobei, hey, mal ganz ehrlich, wer von uns geht denn nicht 6 Monate angeln? Ja? Also ich hoffe, dass ihr öfter als alle 6 Monate angeln geht und wünsche euch dabei natürlich dicke Fische. Weitere Informationen finden Sie unter echolotprofis.de. Wir beraten Sie gerne.